So, Tag. Wir versuchen heute mal einen Song ins Raster zu bringen. Und der Song ist dieser hier, PJS Ballade, ist einfach nur der Anfang eines Songs. Und wir haben hier einmal eine Referenz MP3 und ein MIDI-File. Und beides dieser Songs ist meines Wissens nach nicht auf Klick aufgenommen, beziehungsweise eventuell auf Klick aufgenommen, aber nicht besonders tight. Und für die Produktion habe ich mir gedacht, bringe ich das auf jeden Fall zuerst mal knallhart ins Raster. Und was dann im Endeffekt passieren wird, ist noch nicht ganz festgelegt, aber auf dem Weg dahin, ich habe das schon mal angefangen in einem echten Projekt, ist mir aufgefallen, dass da doch vielleicht ein paar Sachen sind, die ich eventuell noch nicht in einem Video gezeigt habe. Deswegen fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an und wir gucken mal zusammen, wie wir das machen. Also ich lade erstmal diese beiden Parts hier rein. Wahrscheinlich sollte ich das besser hintereinander machen. Erstmal das MP3 und dann das MIDI-File. Hier haben wir das MP3. Packen wir in den Referenzordner und dann gehen wir zum MIDI-File. Okay, erste Sache, die ich hier auf jeden Fall verändern möchte, ist diese Anfangs-MIDI-Events hier. Diese möchte ich alle löschen, weil bei MIDI-Exporten ist es anscheinend immer so, dass am Anfang auch die Information über einen Programmwechsel oder über das Instrument, was verwendet wird, drinstehen kann. Und das kann, wenn man dann dieses MIDI-File in eine andere Instrumentenspur reinpackt mit einem anderen VST-Instrument, kann das verheerende Folgen auf die Einstellungen haben, die man gemacht hat. Man stelle sich vor, ich gehe hier rein und suche mein Instrument aus und schraube da dran wochenlang rum irgendwie und finde es dann gut und dann starte ich den Song einmal von neuem. Hier kommt die Instrumentenanfangsinformation, die da eventuell drin ist, muss nicht immer drin sein, aber kann sein. Und plötzlich ist alles verstellt, was ich eingestellt habe, so mühsam. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Deswegen ist einer der ersten Schritte auf jeden Fall erstmal MIDI-File sauber machen. Und naja, diese ganzen Spuren hier sind nicht belegt mit irgendwelchen MIDI-Noten, außer hier. Da kann man das auf jeden Fall schon mal weglöschen. Und hier gucken wir jetzt mal rein. Hier sehen wir, das hat auch den Anfang. Und hier versteckt sind eventuell irgendwelche MIDI-Events oder MIDI-Controller-Informationen, die wir nicht brauchen. Deswegen gehe ich hier unter MIDI, Open List Editor. Und hier kann man in Wortschrift sozusagen sehen, was es ist. Und hier haben wir auch schon so einen komischen Befehl. SMF Instrument, Instrument 1. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet oder ob das überhaupt ein Program Change Befehl ist. Nicht sicher, aber ich weiß genau, dass ich den nicht brauchen werde. Deswegen auswählen, löschen. So, restliche Controller-Daten sind alle nur Sustains, also Sustain Pedal. Das ist völlig in Ordnung und der Rest ist auch nur Noten. Das ist doch schon mal auf jeden Fall super. Das heißt, das haben wir geklärt. Dann gucken wir hier mal rein. Wir sehen hier keine MIDI-Note. Also sind da eventuell Controller-Dateien drin. Mal gucken, ob wir die brauchen. Sustain? Ne, brauchen wir nicht wirklich. Hier ist nichts zum Sustainen. Und dann gucken wir zur Sicherheit auch nochmal hier rein. Open List. Fängt mit Note an und dann nur noch Sustains. Alles super. Wir brauchen da keine zwei unterschiedlichen Instrumente. Deswegen mit gehaltener Steuerungstaste nach oben ziehen. Dann kann man es nicht im Timing verschieben. Haben wir das schon mal. Und dann kann ich eigentlich auch die ganzen MIDI-Spuren hier löschen. Die gehen alle auf dasselbe Instrument, was in dem Fall wohl der Halion Sonic ist mit tausenden Instrumenten. Und das ist auch im MIDI-File, steht meistens drin, was für Instrumente auf welchem MIDI-Kanal kommen sollen. Die brauchen wir natürlich nicht alle. Wir brauchen eigentlich nur das eine Akustik-Piano. Ich mache die jetzt einfach raus. Okay, ich habe also hier den aufgeräumten Halion mit Klavier. Wir hören mal rein. Und wir haben hier den Song im Original, beziehungsweise halt im Pre-Recording irgendwas. Das ist einfach nur eine wirklich sehr dreckig aufgenommene Spur. Deswegen erwartet jetzt hier keinen Mega-Hit oder so, sondern es ist einfach sehr roh. Da, da, da. Und wir merken auch auf jeden Fall schon mal einen Tempounterschied. Das Piano hier ist wesentlich schneller als das hier. Ich gehe jetzt erstmal von diesem Song hier aus und versuche so ein bisschen das Tempo rauszufinden. Eine gute Annäherung erreiche ich meistens mit dem Beat Calculator. Dadurch, dass das Ding aber nicht unbedingt auf Klick gespielt wurde, muss das jetzt nicht ausschlaggebend für den ganzen Song sein. Ich brauche einfach nur mal einen Anhaltspunkt und drücke kurz auf Play. Da, da, da. Da.
Ich würde sagen, sagen wir einfach 136, das gebe ich dann hier erstmal ins Projekt ein. Wobei 136 ist schöner an 140 und 140 ist irgendwie so mein Lieblingstempo. Überlege ich, ob wir nicht. Ich gehe erstmal auf 136. So, 136. Dann suche ich mir hier den Downbeat, also den ersten Beat sozusagen, aus. Der ist dann wohl hier. Ich drücke J, dann geht das Snapping hier, das Raster aus. Sagen wir einfach, hier ist die 1. Das ziehe ich mir dann auf eine 1 und ich schneide deswegen den Anfang ab, weil ich dann das Tempo ändern kann von dem hier, ohne dass ich Sachen dann plötzlich außerhalb des Takts bringe. Hätte ich jetzt hier noch was am Anfang, was irgendwie nicht auf Raster liegt und ich würde dann das Tempo ändern, dann würde sich dieser erste Anfangspunkt verschieben. Kann ich auch zeigen. So, hier ist momentan auf Raster 1, Takt 1. Wenn ich jetzt das Tempo verändere, dieses Event bleibt gleich lang, verschiebt sich der Anfangspunkt. Wir sehen, der Anfangspunkt ist plötzlich weiter zurückgerutscht. Das wäre nicht passiert. Gehen wir nochmal auf 136. Wenn ich das hier haargenau auf dem ersten Takt abgeschnitten hätte, dann würde der Anfangspunkt, auch wenn ich das Tempo verändere, nicht versetzt werden. Wir haben hier immer noch die 1. Hätte ich eigentlich gar nicht jetzt machen müssen, aber wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben, weil ich habe jetzt ja hier schon quasi das Projekt an das Tempo angepasst und danach eben die 1 auf die 1 hier drauf gesetzt. Mit Klick. Wir sehen, hier sind wir auf jeden Fall schon raus. Aber was ich jetzt mache, ist einfach, dass ich erstmal doppelklicke und das Ding hier auf Musical Mode stelle. Machen das erstmal alles aus, das ist nachher interessant. Achso, jetzt Musical Mode. Und hier gebe ich ein 136. Beziehungsweise, ja, machen wir. Das sollte ich vielleicht erstmal ohne Musical Mode eingeben. 136. So, jetzt Musical Mode an. Sollte sich nichts verändern. Und jetzt, weil ich 140 so mag, ich auf 140. Und da wir hier im Musical Mode sind, ändert sich jetzt auch die Länge dieses Files. Und MIDI ist sowieso erstmal im Raster sowieso drin. Ändert sich also auch jetzt ein bisschen schneller. Okay, grob haben wir auf jeden Fall schon mal hier das File angepasst. Machen wir es wieder klein mit 2x Z drücken. Dann muten wir das, gehen hier hin, Grand Piano. Und hier hatten wir ja jetzt ein anderes Tempo, ein schnelleres Tempo und das ist definitiv nicht im Raster von irgendwas gewesen anscheinend. Deswegen bringen wir das mal einfach auf unseren Takt 1, wenn ich ihn finde. Ach, der ist hier. So grob. Drücke ich nochmal J, kann ich es ein bisschen feiner machen. Zoom sehr schön rein. Erste Note ungefähr hier hin. J, Raster wieder an. Einmal schneiden. So, haben wir zumindest schon mal den Anfang. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe verschoben. Jetzt muss ich gucken. History. Track Tempo. Okay, alles klar. So, so war es also gewesen. Beides auswählen. Dann gehaltene Steuerungstaste rechtsklick. Glue-Werkzeug. Einmal klicken. Jetzt haben wir alles zusammen. Und jetzt mache ich die ganze Aktion nochmal. Zoomen wir hier die 1. Gehen irgendwie auf die 1. So. J. Zack. Okay, und jetzt hören wir einfach mal ohne Klick, wie schnell das dann ist. Mit Klick. Ist also insgesamt zu schnell. Und da gehe ich dann, würde ich jetzt erstmal so vorgehen, dass ich einfach das ganze MIDI-File time stretche. Und das funktioniert relativ easy mit dem Werkzeug, was sich hier unter dem Pfeil verbirgt. Einmal lang draufklicken, kann man das hier auswählen. Sizing applies time stretch. Oder einfach jetzt zweimal auf die 1 im oberen Tastaturfeld über den Buchstaben drücken. 1, 2, so. Jetzt sind wir in diesem Time-Stretching-Ding. Und jetzt versuche ich einfach in Echtzeit die MIDI-Noten so weit rauszuziehen, bis wir in etwa auf Tempo des Klicks sind. Also eher langsamer machen.
Naja, und so, weil das nicht wirklich auf Klick gespielt ist, bringt es nichts, wenn ich jetzt irgendwie immer nur ausbessere, was jetzt hier plötzlich nicht im Takt ist, indem ich die Länge hier verändere, weil dann wird es am Anfang wieder komplett rausgehen. Deswegen würde ich das Teil jetzt unterteilen in verschiedene Teile. Ja, Teil, Teil, Teil. Und zwar würde ich jetzt erstmal hören, bis es komplett raus ist und dann an einer gewissen Stelle abschneiden und von dort aus eben dasselbe machen, was ich gerade eben gemacht habe. Also bis hierhin läuft es schon mal ganz gut. Hören wir mal hier weiter. Hier läuft es nicht wirklich gut. Gucken wir uns eine prägnante Stelle hier vorne an. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Neuanfang. Heißt, hier schneiden wir ab und gucken mal, wie wir das hier verbessert kriegen. Okay, das scheint okay. Und dann packen wir uns den Anfang hier wieder an einen Taktanfang. Da sind auch noch ein paar faule Noten bei. Ich drücke nochmal J, damit ich hier ohne Raster verschieben kann. Gehen wir mal hier hin, drücke wieder J, dann mache ich den Anfang ans Raster. Alles klar, in Teilen konnte man das jetzt einigermaßen gut machen. Jetzt mache ich es wieder zusammen, das ganze Ding. Dann gucken wir mal, ob wir quantisieren können. Weil hätten wir quantisiert, während das Ding noch komplett außerhalb des Taktes gelaufen wäre, dann hätten wir einfach alles zerstört durchs Quantisieren. Jetzt zerstören wir uns nur das Feeling durchs Quantisieren. Da wir hier so schön Akkorde haben und das Ganze so ein bisschen looser, also so ein bisschen untighter sein soll, habe ich vorhin Folgendes ausprobiert, und zwar das Quantisieren mit Randomize-Funktion zu machen, dass ich einfach nicht jede Note komplett hundertprozentig auf Takt gebracht habe, sondern jede Note durch Zufallsprinzip so ein bisschen nach links oder rechts verschoben, und zwar um 7 Ticks in dem Fall. Ich hätte da besser das ein Achtel genommen als Quantisierung anstatt die Sechzehntel, weil durch die Sechzehntel habe ich hier so ein paar komische Noten rausbekommen. Jetzt versuche ich es mal mit Achtel und gucke, ob ich ein besseres Ergebnis bekomme. Gehen wir mal hier hin. Lassen uns das auch anzeigen. Ich drücke Quantisieren. Und schon sind erstmal sichtbar alle Noten aufs Raster gerückt. Aber wenn ich ein bisschen näher rangehe, sollten wir sehen, dass wir hier Randomize drin hatten. Sobald ich das hier wieder hochdrehe, habe ich vergessen. Ist egal, kann man auch jetzt noch drücken. Alle auswählen. Jetzt drücke ich nochmal Q. Und wir sehen, wir haben hier Randomize. Und das ist jedes Mal anders, wenn ich immer auf Q drücke. Erinnert sich das. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Note nicht abschneiden. Deswegen würde ich die mal einzeln nochmal quantisieren, bis sie wieder nicht grau ist, damit sie, also das heißt einfach, dass sie randomize-mäßig hinter dem ersten Takt angefangen hat und nicht vor dem ersten, weil dann würde die jetzt nicht mehr im Fall sein. Ich könnte das natürlich jetzt hier auch aufmachen, aber ich habe es lieber, dass ich so ein Ding auf Takt habe und quantisiere dann eben so, dass das Ausgegraute nicht vorkommt. Genau. So, und jetzt klingt das so. Jetzt würde ich noch reingehen und die ganzen faulen Noten hier mal versuchen rauszufinden, aber das lasse ich jetzt mal weg wegen der Videolänge.
Jetzt können wir hier das Tempo ändern, wie wir wollen in Zukunft. Das ist das Schöne. Einerseits, weil das hier sowieso im Takt ist, weil wir hier im, na, im, na, wir können das gar nicht sehen, eben Zeitbasis auf musikalisch haben. Das sieht man jetzt hier nicht. Das kann man sich aber irgendwo anzeigen lassen. Track Control Settings, Toggle Time Base, wenn ich das jetzt hier dazu mache. Auf OK klicke, dann haben wir hier unser Timebase-Zeichen. Wenn ich das jetzt ausstellen würde und dann das Tempo ändern würde, dann wäre plötzlich das MIDI-File nicht mehr im Takt. Aber sobald das, solange das an ist und bei MIDI ist es grundsätzlich an, kann ich hier das Tempo ändern und alles bleibt schön im Takt. Gut, das machen wir wieder weg. Weil wir es auch nicht brauchen. Okay. Als nächstes, nachdem ich mich gesammelt habe, versuchen wir das MP3 auch noch komplett zu gritten, also hier ins Raster zu bringen. So, für den nächsten Schritt, da wir hier gerade im Musical-Mode sind und ich nachher hier mit Audio Warp und hast du nicht gesehen, ein bisschen rumexperimentiere, würde ich das File erstmal so einigermaßen auf 140 BPM angepasst rendern. Und ich mache immer ganz gute Erfahrungen, dass bevor ich irgendwas rendere, dass ich gucke, dass wir hier irgendwie an einem ganzen Takt sozusagen anfangen mit dem File. Deswegen drücke ich wieder J, um hier das Ding anzuschalten. Wir sind auf ein Achtel. Ich weiß nicht, ob ich das Random vielleicht besser ausmachen sollte. Und dann packen wir das hier auf den Anfang von der Länge her nur. Und dann rendere ich das mal. So, das war übrigens der Befehl, den zeige ich jedes Mal, weil ich nicht weiß, ob jeder denselben Shortcut hat wie ich, beziehungsweise bestimmt haben nicht die. Hier, richtige Audio Bounce Selection, das war der Befehl gerade eben. So, und jetzt haben wir das File, das tatsächlich hier am Taktanfang anfängt. Wenn ich jetzt Enter drücke, Return meine ich, dann komme ich hier rein und hier im Definitionstool, wenn ich das aufmache und dann den Musical Mode anmache, nee, Manual Adjust anmache, dann habe ich hier ein Raster. Und das stimmt jetzt anscheinend auch nur deswegen überein, weil ich den Eventstart hier so gesetzt habe. Stimmt das auch komplett überein mit dem Raster, was wir hier oben haben. Allerdings hat das nichts, sagt das nicht irgendwas darüber aus, ob auch das Musikfile hier unten drin schon im Raster ist. Das ist es nämlich nicht. Aber wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir eben das Raster anpassen können an den Song beziehungsweise umgekehrt. Wir haben hier drei Bereiche wohl: Stretch Grid, dann Set Beat Position. Und hier haben wir Set Bar Position. Und das bewegt, wie wir hier sehen, anscheinend die nachfolgenden Bars. Und ich glaube, das ist auch das Tool, was wir am meisten brauchen werden, weil sich das Tempo hier durch den Song durch einfach öfters mal ändert. Und das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein festes Raster einstelle, dann stimmt das vielleicht mal ein paar Takte, aber dann geht es wieder raus. Und wenn ich dann hier anfange zu ziehen, macht keinen Unterschied. Das setzt einfach das komplette Tempo, wie wir hier oben sehen, des Songs fest. Und das war ja irgendwo auf 140. Gehen wir einfach wieder ein paar Schritte zurück. 140. So. Am Anfang stimmt es ja noch, dann stimmt es nicht mehr. Also ist für uns diese Funktion hier von Bedeutung. Das heißt, ab dem Punkt, wo ich eben einen Takt verschiebe, verschiebt sich der Rest, aber das Tempo insgesamt, der Takte danach bleibt erstmal gleich. Und das ist, glaube ich, das, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Hier haben wir noch einen, der ist ein bisschen tricky, der verschiebt einfach nur den Takt und fängt dann hier an, Time zu stretchen und Time zu komprimieren zwischen diesen beiden Markern, die jetzt gleich hier entstehen. So, wenn ich jetzt verschiebe, dann sehen wir auch, dass sich das Audiomaterial ändert. Sollte. Nicht wirklich? Naja. Okay, dachte ich zumindest. Okay, gut. Also, wie wir sehen, ich habe keine Ahnung, was das für eine Funktion ist, aber werden wir auch nicht brauchen. Wenn es jemand weiß, bitte gerne in die Kommentarliste reinschreiben. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Hier kommen wir da raus langsam. Da ist der Klick zu schnell. Jetzt ziehen wir den ein bisschen nach da. Ah, jetzt weiß ich, wo mein Fehler ist. Ich habe hier nicht Musical Mode angemacht. Ich muss Musical Mode anmachen. Dann wird das Audiosignal nämlich angepasst an die Bewegungen, die ich mache. Und deswegen hat das vorhin ja nicht so geklappt, als ich das gezeigt habe. So, Musical Mode an. Und jetzt, wenn ich einen Takt verschiebe, dann sehen wir, dass er zurückspringt und das Audiomaterial hier time compressed wurde.
Und genauso hätte das dann auch hier funktioniert. Ah, alles klar. Gut. Gut. Haben wir das. Okay, also wie gesagt, hier müssen wir hin. Hier immer wieder eine Stelle, wo wir aus dem Raster fallen. Ja, und das macht man dann einfach bis zum Ende des Songs und schon hat man einigermaßen brauchbare Referenz für seine Produktion. Es kann sein, dass man gegen Ende so ein bisschen in ein Problem gerät, und zwar, dass das Pfeil einfach aufhört und das Stretching dadurch immer irgendwie extremer wird, hinter dem letzten Punkt, wo man irgendwie einen Stretchpunkt gesetzt hat sozusagen. Und deswegen ist es immer ganz ratsam, was ich jetzt in dem Fall auch nicht gemacht habe oder beziehungsweise vergessen habe, dass man hinten dran auf jeden Fall noch genug Audio-Pfeil mit Stille dran setzt oder einfach dran hat, dass man eben hier einigermaßen das im Ende sozusagen das ganze Stretching, was man vorher gemacht hat, ausgleichen kann. Entweder Time Compressen, diesen Part, oder Time Stretchen. Und je weniger Luft man hier hat, desto extremer wird dann die ganze Schwierigkeit hier gegen Ende des Parts. Gut, soweit würde ich sagen. Man hat das Prinzip verstehen können. Und jetzt sollten diese beiden hier auch einigermaßen übereinander laufen. Und wir können immer hin und her skippen, während wir produzieren und gucken, was wir damit machen. Und ich meine, an Parts, wo wir Tempo ändern müssen, langsamer, um es dramatischer zu machen oder schneller, um es aufregender zu machen und so weiter, kann man ja hier noch den Tempo-Track benutzen jetzt. Und da jetzt beide Sachen im Musical-Mode sozusagen sind, das MIDI-File und das Audio-File, geht natürlich auch das Tempo des jeweiligen Dings mit. Das kann man ja mal ausprobieren. Ich habe jetzt beide an. Ich schalte den Tempo-Track an. Und mache hier einfach mal einen Punkt rein und fahre das Tempo runter. Ich wünsche euch was.